Mein Name ist Florian Zech und ich bin der Gründer von Amantler. Nach meinem Abitur bin ich nach Südafrika gegangen, um dort meinen Auslandszivildienst zu machen. Dass ich wirklich gesehen habe, okay, da ist eine große Ungerechtigkeit in der Welt letztendlich, wie junge Menschen verschieden aufwachsen und eigentlich sollte jeder die gleiche Chance zumindest haben. Und so hat sich dann die Idee von Amantler entwickelt, eben ein Projekt, das sich speziell dazu ausgerichtet hat, in Südafrika Jugendliche zu fördern, die in armen Verhältnissen aufwachsen. Als Projekt zur Jugendförderung hat Amantler dann das Safe-Hub-Modell entwickelt. Und das Safe-Hub-Modell besteht grundsätzlich mal aus zwei Komponenten. Es ist einmal die Infrastruktur und dann ist zum anderen mal das ganzheitliche Programmangebot für junge Menschen. So gibt es in dem Gebäude zum Beispiel ein Jugendcafé, was so wie ein Informationszentrum ist. Auf dem Fußballplatz findet dann ein Nachmittagsangebot statt, das sehr attraktiv ist. Und dort schließen sich aber auch schon verschiedene Bildungsangebote daran an, wie unser Fair-Play-System, das bestimmt positives soziales Verhalten fördert. Es gibt natürlich viele, viele andere Angebote in einem Township oder in einer Region. Also was wir mit unserer Arbeit festgestellt haben, ist, dass die nicht zusammenarbeiten. Und wir versuchen, dass die Safe Hub diese Angebote eben zusammenzieht. Also die systemische Veränderung, die wir erreichen, ist, dass wir die verschiedenen Rollenspieler zusammenbringen, um ein einheitliches, abgestimmtes Programmangebot zur Jugendförderung anbieten zu können. Im Umkreis von der Safe Hub über die letzten 8 Jahre sind die Kriminalitätsraten in allen Kategorien sehr stark zurückgegangen. Zudem sind die Bildungsquoten unserer Teilnehmer sehr stark angestiegen, sowie dass wir eben Jugendliche gezielt in Arbeit vermittelt haben. Ganz entscheidender Teil davon ist, dass die Safe Hub selber auch Einkommen generieren kann. Insofern gibt es in der Safe Hub verschiedene Funktionen, die das gewährleisten. Und das passt sehr gut in unsere Grundphilosophie eben der langfristigen Intervention. Ganz oft hören wir, dass Safe Hub so als eine Tür zur Welt gesehen wird. Also Safe Hub hat mir eine ganz neue Perspektive vermittelt. Safe Hub hat mich verbunden mit Möglichkeiten, mit Angeboten, mit Berufen, die ich davor überhaupt nicht kannte. Bis heute haben wir 3 Safe Hubs bauen können. Für nächstes Jahr werden wir so circa 10 Safe Hubs haben, die operativ tätig sind. Die Vision ist, über die nächsten 10 Jahre, speziell in Südafrika, 100 Safe Hubs zu bauen, zusammen mit der südafrikanischen Regierung. Mein größter Wunsch bezogen auf Safe Hub ist, dass wir Jugendlichen weltweit das Safe Hub Modell als Angebot geben können, um Zukunftsperspektiven vermitteln zu können. Mein Name ist Florian Zech und ich bin Ashoka Fellow.